Hallo und herzlich willkommen zurück beim Mass Effect. Yeah, es ist wieder Ton da. Oh, da ist eine abgeschlossene Kiste. Mittelschwer Mensch, ne? Also. Die ist mittelschwer und schlechter als meine leichte? Okay, sie hat mehr Schadensschutz. Aber sie hat weniger Schild und überhaupt keinen Tech- und Biotikschutz. Nein. Ich will wenigstens in allen drei was haben. Schade. Gut, was ist hier drin? Hier wollte ich noch reinschauen. Hier noch irgendwas zu plündern? Ne, hier ist einmal nichts. Okay. Betrug. Da könnte wenigstens eine Kiste stehen. Pure Gemeinheit. Okay. Mal sehen. Das ist so eine Art Schleuse, oder? Oder sind wir von da gekommen? Aber wenn wir von da gekommen sind... Hoppla. Was ist dann... so war es, genau. Was ist dann da drin? Kein Gegner? Nee, hier nicht. Dafür wahrscheinlich auch keine Kiste oder irgendwas, oder? Doch, hier ist was. Ein Upgrade-Kit. Ja, nehme ich mit. Ist da irgendwas? Warum kann ich da nicht runter? Hä? Und wo ist Rex? Ah, da ist Rex. Okay, irgendwas hat er gerade. Jetzt kann ich da runter. Alles okay, Rex? So, aber da drüben ist, glaube ich, ein Gegner. Ja, das ist rot. Gut, die Torsteuerung. Ja, doch, ich werde es einschalten. Schadet bestimmt nicht. Das ist so ein Gewehr. Muss ich mir noch ansehen. Schwer, kann ich leider nicht ausrüsten. Ich glaube, die Hämmer... ich vergleiche nicht jetzt... ich vergleiche nicht jede Waffe. Lassen wir ein paar zusammenkommen und checken dann nochmal durch. So, das heißt, ich habe jetzt... da drüben und hier aufgemacht. Die Frage ist... wo muss ich hin? Und wo komme ich her? Ah. Okay, also das hier. Ja. Das hier ist der Fronteingang, wo ich die zwei Geschütztürme erledigt habe. Ja. Okay, das heißt, da muss ich hin. Alles klar. Yeah. Da ist noch einer. Auf See! Jetzt, ich dachte schon, den nehmen wir jetzt die ganze Zeit mit. Ja, nicht in die Lava fahren. Ich glaube, das wäre unangenehm. War das schon wieder ein Gateschiff?
Ja, ist schon schön, hier durch die Gegend zu fahren. Gefällt mir. Die Steuerung ist zwar immer noch ein bisschen seltsam beim Mako, aber man gewöhnt sich dran. Fährt auf jeden Fall deutlich besser als im ersten. Hui. Da irgendwas? Ich glaube nämlich nicht, dass es hier weitergeht. Nee. Okay. Nicht in die Lava. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Ja, sie können Mako nur verlassen, wenn er geparkt ist. Damit er mich nicht überrollt oder so, ne? Ist gar nichts. Bin ich enttäuscht. Das sieht so danach aus, als könnte ich hier irgendwas looten. So. Bin ich gespannt, ob wir bald da sind, oder? Nervensägen. Naja, hier kann ich mit dem Mako nicht weiter. Endlich etwas Action. Ins Schussfeld laufen, Rex. Und da ist noch einer. Zwei. Bereich ist sicher. Alles klar. So. Irgendwas? Nee. Wie ist denn das? Hier. Du solltest eigentlich das und du solltest das ausrüsten, oder? Wäre, glaube ich, besser. Schilde deaktiviert. Na los jetzt! Ha!
Gut gemacht, Leute. Dreckiger Raketenschütze. Was? Jemand hat Shepard gerufen? Wer? Was? Was war das jetzt? Das habt ihr doch auch gehört, oder? Das bilde ich mir nicht ein. Ein neuer Gegnertyp. Oh oh. Ja, klasse. Ich habe gar nicht mitbekommen, was mich erledigt hat. Was habe ich überhaupt für Fähigkeiten? Heilen auf die 1, Überlast auf die 2, Schildputz auf die 3 und so drauf auf die 4. Mal sehen. Wer dann die 1? Die 3 ist der Schildboost. Die 3 ist Überlass. Und die 4 hat nicht funktioniert. Abklingzeit ist noch nicht vorbei. Diese Springer. Wo ist dieser Geht-Pirscher? Haben wir ihn endlich? Okay, ich muss
Fall da nach vorne. Genau, dass ich ihn anvisieren kann, weil dann kann ich auch sagen, ich mache eine Überlast. Sabotage. Er macht nichts mehr. Ja. Okay, ich muss definitiv mehr aufpassen. Also wenn er mich einmal erwischt, bin ich tot. Er gibt irgendwie Sinn, ist ein Kampfläufer. Ein bisschen trickier vor als im Original, wenn ich ehrlich bin. Ja, richtig. Wenn ich das auch so mache? Nein. EGM ist heiß. Wie ich immer in die falsche Richtung drehe. Gleich haben wir. Ach, Rex. Ah. Uff. Der eine geht Schütze noch. Vier Punkte wieder, mal sehen. Dämpfung mal starten. Und ich glaube, in Fitness wäre ganz gut zu investieren, damit wir mehr aushalten. Zwei Punkte in Fitness und zwei Punkte in Werfen. Und
Schwierig. Das geben wir ihm noch mehr hiervon. Und Elektronik ein bisschen. Und dann geben wir ihm hier noch taktische Panzerung, alles klar. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Okay, das ist viel schlechter von der Präzision, aber dafür vom Rest besser. Nehme ich. Die benutze ich nicht so häufig. Pole eigentlich auch nicht. Ah, die Hammer 2 haben wir sogar. Ja, nein. Nichts ist gut. Rex. Lassen wir. Ja gut, die ist doch deutlich besser. Dem Kühlkörper ist immer ein bisschen Ja, nein, lassen wir sie vorerst. Yay, nach drinnen! Ewig langer Tunnel nach unten. Was erwartet uns in der Tiefe? Das war knapp. Ja, ja. Hat irgendwie, also ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ist schon ewig her, dass ich den ersten gespielt habe. Kommt mir ein Ticken schwerer vor. Aber das macht nichts, das macht das Ganze interessanter. Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Ja, das vergisst man gerne. Die Zitadelle ist ja. Ja. Ruine würde ich nicht sagen, aber ein Überbleibsel. Ein Überbleibsel vergangener. Nicht vergangener Generation, sondern vergangener Völker. Vergangener Spezien. Mitgeht. Sollte sie ausbremsen. Ach Mann. Klinisch weiß. Proteaner mögen es offenbar gemütlich. Ja, das war die richtige Richtung. Ganz schön tief runter, oder? Funktioniert ja toll. Ja, wer ist denn das?
Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Liara Zoni, vermute ich. Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchten, versteckte ich mich hier drin. Können Sie das glauben? Gate hinter den Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Na gut. Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrieren vorankommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Da war ein Kroganer bei den Geht. Jetzt fängt der Spaß an. Das könnte in der Tat noch spaßig werden. Organa sind ziemlich zäh. Softkill eingeleitet. Ha! Erwischt. Irgendwo da hinten ist noch jemand. Der ist gar nicht tot, der ist nur umgefallen, okay. War wohl müde. Eine Banshee 3. Nee, für mich nicht interessant. Für ihn auch nicht. Ja, ich meine, es wären 30, aber... Ja, nein. Nein, nein. Ja, die Minenlasersteuerung. Das sieht doch gut aus. Wir graben uns einfach mit dem Minenlaser durch. Okay. Los geht's. Die richtige Sequenz herausfinden. Haha. Sollte doch eigentlich geholfen haben. Sieht gut aus. Na geht doch. So, mal sehen. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen.
Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Geltes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Rauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Deckung! Wird eingeschaltet. Ich muss hier ein bisschen... Nicht kurz. Nein, geh weg! Nein, geh weg! Der ist auf jeden Fall härter als beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe. Macht das Ganze aber spannend. So erlebe ich auch ein bisschen was Neues wieder. Gefällt mir, gefällt mir. Das war knapp. Durch die Konsole. Sag mal, geht's noch? Laufen wir einfach mitten ins Schussfeld. Ah.
Ja, das ist ja nochmal gut gegangen. Gerade so. Klassischer Heldenmoment. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Haben Sie bei Ihren Forschungen irgendetwas Interessantes gefunden? Am interessantesten sind die Sachen, die nicht bekannt sind. Es gibt erstaunlich wenig archäologische Funde von den Proteanern. Und noch weniger Erkenntnisse darüber, warum sie verschwunden sind. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Was für ein Zyklus? Wovon reden Sie da? Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass...
Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chakwas wird Sie besser untersuchen. Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Venesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Ja. In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Na, war doch ein halbwegs positives Briefing. Ja, Briefing. Generelle Kommunikation. Uff, na gut. Da haben wir einiges geschafft. Freut mich. Hat ein paar Minuten Überlänge, aber es macht ja nichts. Na gut, Leute. Das hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch nächste Folge wieder dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.